Hallöchen, liebes YouTube, liebe Kollegen, liebe Wollomer. Ja, weiter geht's hier auf dem Kanal vom Old Gaming Dead LP mit dem Spiel Ostriff. Da werden wir einige Folgen, werden wir da schon noch machen. Wir schauen mal, ob wir auf 200 bis 300 Leute kommen. Bin ich selber gespannt. Und ob wir auch alle Gebäude eventuell bauen können oder ob es sinnlos ist, bestimmte Gebäude zu bauen, weil wir zu wenig ja, Nahrungsmittel hätten, aber die Bewohneranzahl zu hoch wäre, um sie mit Essen zu versorgen, weil wir brauchen ja dementsprechend auch Geld, gegebenenfalls Sachen einzukaufen. Ja, das müssen wir jetzt einmal abwarten. So, im letzten Video hatten wir gesehen unsere Hühnerfarm und wir haben auch hier lustig viele Eier produziert. Ich gehe mal davon aus, dass das Zeug auch weg befördert wird. Wo rennt's denn hin, Mädle? Was machst denn du? Ah, sie holt Wasser. Ja, mich würde das mal interessieren, wie die Eier, wo die hintransportiert werden oder ob die überhaupt transportiert werden. Wir könnten mal auf den Marktstand gehen und schauen wir mal, was bieten wir denn momentan an. Wir könnten also Eier anbieten. A, B, C, D, E, Chicken Egg. Chicken Egg. Wenn wir die anbieten, müssen wir mal schauen, ob die dann auch dahin transportiert werden, ne? Wie viel haben wir da gehabt? 89. Ja. Muss ich mir doch gradweg jetzt mal was schnell aufschreiben. Also 30 sollen es insgesamt sein. 15 hätten wir momentan. 15. Und das sind die Hühnerchen, also die Küken, ne? Warum schreibt der Kugelschreiber nicht dann, wenn man ihn braucht? Komisch. Okay, naja. Schauen wir mal, was draus wird. Warte mal. Wo fahrt die jetzt hin? Ach so. Ach so, das war der, wo den Lehm abliefert, damit der zweite Hühnerstall gebaut wird. Ja, was wird mit die Eier passieren? Das ist eine gute Frage. Und Barley brauchen wir. Wir brauchen Barley und Linsit. Das müssen wir gegebenenfalls einkaufen, ne? Was? Linsit? Na ja, gut. Moment. Machen wir erst einmal schnell eine Pause für euch. Aber ihr merkt es immer nicht, weil es geht ja dann immer wieder nahtlos weiter. Ja, tun wir mal die Pause wieder mal unterbrechen. Zwischenzeitlich kommen hier Ochsenkarren. Die bringen mir Ware, die ich bestellt habe. Schauen wir mal hier rein. Na, wo ist denn meine Maus? Hallo Maus. Hey, wieso sehe ich dich nicht? Ich sehe meine Maus nicht. Okay, dann machen wir was anderes zwischenzeitlich. Hier habe ich mal einen Ausschnitt von Steam. Da gibt es also eine Liste, wo sämtliche Rohstoffe in deutscher und englischer Bezeichnung stehen. Es wird der Stückpreis genannt, es werden die Käufer genannt, die also bestimmte Sachen generell immer kaufen, und es werden bestimmte Verkäufer genannt. Also wir haben ja Städte, ne, die etwas brauchen und die etwas verkaufen. Und das ist hier wunderbar eigentlich schön niedergeschrieben. Dann verarbeitete Produkte,
Ziegelstein, feiner Wollstoff, Kleidung, Glaswaren, Hufeisen etc. Und wo man es bekommt, Nahrungsmittel, ne? Äpfel, Rindfleisch, Butterkohl, Karotten. Und wer das selber herstellt, ne? Also zum Beispiel die Einwohner stellen also sowas selber her. Teilweise, ne? Nicht alles. Trockenfisch, ne? Machen sie nicht. Beziehungsweise wir können Trockenfisch ja selber machen, wenn wir Salz haben. Okay, ansonsten hier machen vieles die Einwohner selber. Dann, wo kriege ich Alkohol her? Und dann die Tiere. Das ist natürlich auch hilfreich. Dann braucht man nicht irgendwo eine Stadt anklicken in der Hoffnung, die verkaufen uns Viecher. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel eben Chicken brauche, die gibt es also nur in Merefa. Das heißt also, wenn ich jetzt eine andere Stadt anklicke, gebe ich einen Haufen Geld für den Transporteur aus, für den Händler aus, der dorthin fährt mit seinem Karren und dann sagt er, es gibt dort keine Chicken. Ne? Da war ich also umsonst dort, rein theoretisch. Praktisch gesehen. Also die Seite ist schon ganz hilfreich. Jetzt tun wir sie wieder weg. Da kann man also hin und wieder doch einmal wegen nachschauen. Und jetzt muss ich das wieder umschalten. Und dann dürfte ich meine Maus auch wieder sehen. Genau, hier ist meine Maus. Maus, Maus. Also keine Maus mit Schwanz und vier Füßen. Ne? So, also gut. Jetzt schauen wir mal, was haben die uns Lustiges gebracht. Ja, da können wir ja verkaufen, ne? Ach, wir haben noch gar nicht verkauft, ne? Der kommt erst noch, weil ich glaube, ich habe 7000 Stück jetzt verkauft von der Holzkohle. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Bark. Kein Mensch braucht Bark. Ich weiß auch nicht, warum. Da habe ich das eingelagert. So, mal gucken, was der hier. Bringt er was? Nein, der holt was. Schauen wir mal, was er holt. Was holt er denn? Schauen wir mal auf diese 7000 Holzkohle. Wollte schon sagen Heizkohle. Was habe ich denn hier? Ach so, Iron. Okay. Iron braucht eigentlich auch schon fast keiner, ne? Müssen wir mal die Liste durchgehen, was eigentlich so benötigt wird, dass wir das dann teilweise, wenn wir es haben, im Überfluss haben, dann könnten wir es ja locker dann ja auch bei uns in unser Trading Post mit einpflegen und verkaufen. Jetzt braucht der schon wieder eine Finanzspritze. Der verdient monatlich 5 Euro. 5 Mark hätte ich beinahe gesagt. 5 Euro. Und muss ausgeben nicht ganz 3 Euro. Bleiben denn 2 Euro übrig, damit er sich was zu essen kaufen kann. Na naja, gut, okay. Kriegt er halt in den Finanzspritze, was soll's. Wir sind ja nicht so arm. Wir haben ja schon 1707 Euros. Euers haben wir es schon wieder. Also ich sage einfach mal Euro oder Euers. Ich weiß nicht, wie die Spielwährung hier in dem Spiel heißt. Keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Ich könnte auch bloß Spielgeld sagen. Aber das hört sich so doof an, ne? Spielgeld. Schöner hört sich das an, wenn wir da sagen, hier entweder Euers, Euros, Teuros, Rubel oder was weiß ich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sind die jetzt endlich bald mal hier fertig? Ah ja, guck. Der fängt an und will, hat schon mal 1000 hat er schon mal weg. Ach so, der kann bloß 1000 aufnehmen. Schauen wir mal. Ja, genau. Der kann bloß 1000 transportieren. Und der hier, der holt dann wahrscheinlich die nächsten 1000. Da müssten dann ja 7 Autos unterwegs sein. Um diese 7000 Holzkohle abzutransportieren. Ach nee, der holt Äpfel. Äpfelbäpfel. Äpfelbäpfel? Wo sind dann die anderen Autos?
Ach, die sind unterwegs. Ah ja, okay, alles klar. Was? Noch einmal? Nein, da wollte ich doch gar nicht drauf. Ach komm, das könnte man eigentlich auch gleich löschen. Wo wollte ich denn hin? Ach so. Auf die Map. Nein. Auf die Map. Ich will doch auf die. Nein, nichts. Lego mio matre, im Moment gleich. Ach, du Scheibenkleister. Jetzt habe ich gecancelt. Warum habe ich jetzt gecancelt? Warum habe ich das Spiel gecancelt, Freunde? Bin aber gleich wieder da. Oh, ich Trollkopf. Ich habe mich verklickelt. Verklickt, verklackt, verkluckt. Continue. Jetzt bin ich natürlich jetzt gespannt. Jetzt fängt die ganze Gaudi wieder von vorn an, oder? Haben wir da schon unsere Holzkohle verkauft? Nee, noch nicht. Warte mal, wie weit sind wir denn da? Ach, das ist der Erste, der kommt. Ja gut, dann haben wir nichts versäumt. Leute, also im Prinzip haben wir dann eigentlich so gut wie nichts versäumt. Okay, alles gut. Was ist mit unseren Hühnern? Hallo? Ach so, die rennen da rum. Okay, ja gut. Also passt. So, jetzt schauen wir noch einmal mit die Berufe. Ich hatte nämlich hier drei drin. Okay, das passt noch. Das passt auch. Da müssen zwei drin sein. Die sollen nämlich mal hier ein bisschen fällen. Und die sollen hier mal ein bisschen Bäume wegmachen, damit wir nämlich die nächste Farm bauen können, inklusive nächstes Jahr werden wir Weizen. Ja, wir müssen so viel anbauen. Das war Weizen. Also gut, also pass mal auf. Managen. Die Felder managen. Match, matchen, matchen, matchen. Wir stellen einen Manager ein. In der Hoffnung, es kommt einer. Wir haben ja September. Das heißt, in den Feldern tut sich nichts mehr. Ja. Okay. Ein Managa. Ja, da müssen wir mal warten, bis ein Managa da ist, ne? Haben wir irgendwo Überfluss an Leute? Nee. Können wir hier auch eine. Was haben wir denn eigentlich eingestellt? Human und Woman. Laboreurs. Na, die brauchen wir eigentlich woanders. Die eigentlich brauchen wir die ja woanders und nicht auf dem Feld. Das können die Frauen machen. Weg mit dem Häkchen. Und Workers. Haben wir Frauen übrig? Nee, eigentlich nicht. Keine Lust nach Job. Warte mal, pass mal auf. So, jetzt tun wir den mal weg. Pass mal auf. Dich machen wir jetzt mal raus. Dich machen wir mal raus. Und haben einen Manager Posten vergeben. Das heißt also, der Arbeiter wird jetzt zum Manager, ne? So schnell geht es hier bei uns in Ostriff mit dem Aufstieg. Ist unheimlich, ne? Wenn sich dann natürlich auch noch was tun würde. Hier, also mal ein bisschen Gas geben hier. Was soll das Fragezeichen? No workers to. Der drischt kein Harvest, okay. Ja, das soll auch niemanden dreschen. Das war jetzt ein kleiner Wortwitz, wer es nicht verstanden hat. Aber doch, ihr seid ja alle gescheite Leute. Was ist denn das eigentlich? Propose Relocation. Was ist das? Click on a vacant house to relocate. Ach so, okay, nein, das wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Haben wir jetzt einen Manager? Warum nicht? Hey, Managa. Warum kommt denn der nicht? Schauen wir mal hier. Workers. Labors.
No required resource in export stock. Horilka. Ja, ich habe das Verkehrte angesteckt, okay, angeklickt. Ich weiß schon, dass wir das nicht haben. Aber ich konnte es ja auch nicht mehr retour machen. Nur noch weiter, weil ich mich da schon wieder aufregen, ne? Muss ich mich doch schon wieder aufregen? Mein Gott. Wenn man das halt nicht, ja, den Vertrag, wenn man den nicht wieder canceln kann, dann kann ich doch auch nichts dafür. Da haben wir so einen Haufen Labeures. Warum haben wir so einen Haufen Labeures? Wir müssen Pause machen. So, ich wollte jetzt noch gucken mit dem, was haben wir denn, 7000 haben wir verkauft. Oder sind wir dran am Verkaufen? Und dann haben wir, was, Moment. Wenn wir 7000 verkauft hätten, hätten wir eigentlich mehr Geld haben müssen, wie wir so jetzt haben. Wir machen mal eine kurze Pause für euch. Ja, tun wir mal die Pause unterbrechen. Ja, sind wir mal hier in unserem Finanzplan. Also momentan Einkommen 68 und Ausgaben 55, 71. Das ist natürlich jetzt nicht gerade wenig, ne? Was wir ausgeben, meine ich. Nicht, was wir einnehmen, sondern was wir ausgeben. Ne? Also wir sollten eigentlich unser Einkommen schon etwas erhöhen. Aber wir haben hier nicht viele Möglichkeiten der Anpassung. Ne? Da haben wir noch nichts, da können wir also noch nichts anpassen. Der Land Tax, also die Grundsteuer. Wenn wir die erhöhen, dann brauchen die Leute wieder mehr Geldzuschuss. Warum, weiß ich auch nicht. Verdienen tun sie ja eigentlich genug, ne? Sie verdienen durchschnittlich 2,50 Euro. Der Manager kriegt ein bisschen mehr und die Laboreurs, die Hilfsarbeiter oder Saisonarbeiter kriegen bloß 2,20 Euro. Und ein Haus kostet bloß 3 Euro. Villa, ein Apartment 2 Euro, aber Apartments haben wir ja noch keine. Die Land Tax, aber wenn ich die erhöhe, dann schaut es schon wieder schlecht aus. Und bei den Ressourcen, ja, da haben wir eigentlich einen Haufen Zeug. Und Population, wir haben Männlein, haben wir 24. Und Frauen haben wir 31. Laboreurs 2 Männer und 3 Frauen. Vakant sind für 3 Männer was und für 2 Frauen. Das ist auch, also das merken wir uns mal, ne? 3 und 2 Frauen. Und wenn wir da rausgehen und hier reingehen, dann müssten eigentlich for looking for jobs müssten eigentlich die Zahlen drin stehen. 3 für Männer, 2 für Frauen. Ne? Und Open Vacants haben wir eigentlich 3,2. Das stimmt mit den Angaben bei der Bevölkerung. Und total sind es 4, sind aber eigentlich 5. Also es ist auch schon irgendwie manchmal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, was wir halt brauchen, wir müssten halt wieder gutes Zeug verkaufen können. Aber wir hatten doch Holzkohle 7000 Stück verkauft. Wir hätten eigentlich ja über 2000 Euro haben sollen. Keine Ahnung. So, Eier werden zugeführt. Die hat gar nichts. Wenn sie nichts hat, hat sie halt nichts. Ja, wir haben keine entsprechenden Ressourcen. So, wie schaut es jetzt eigentlich hier aus? Schauen wir noch einmal mit der Verteilung der Arbeiter. Da haben wir 4, damit die endlich mal hier ein bisschen was platt machen. Und wo sind sie? Sind in der Kirche, einmal frei. Und hier, wo sind die?
Die rennen überall rum und machen nichts. Doch, die zwei bringen wenigstens einen Baumstamm. Ja, das ist doch auch schon was, ne? Ja, also diesmal haben wir hier nicht recht viel gesehen. Heute, leider. In der Folge. Das mit den Hühnern läuft. Wir haben fünf. Schauen wir mal hier oben. Wir haben 17. 17 haben wir. Vielleicht müssen wir die Anzahl der Jungen erhöhen. Machen wir mal 15. Und hier lassen wir es mal auf 10. Kurrent haben wir 1. Ein Junges. Okay. Die Mühlen mahlen. Okay. Ja, unsere Farm ist bloß mit zwei Leuten besetzt. Okay, ist logisch, weil ja Winter ist. Der Ölwerkshop hat eine Person, 12 Sunflowers braucht er oder hat er, um Öl zu machen. Aber wir haben kein Öl. Sunflower Öl haben wir nicht, ne? SSS. Wir haben keine Sunflowers und wir haben auch kein Sunflower Öl. Ja. Es wird sich aber nächstes Jahr dann vielleicht ändern. Und wir sollten vielleicht auch ein bisschen was einkaufen. Ansonsten, was bringen die denn eigentlich alles hier? Ach ja, der bringt die Textilien. Und der hier bringt. Der bringt. Was ist denn das? Tuch. Tuch, das ist alles wieder. Und das ist Warm Clothes. Das geht alles von unseren Einnahmen wieder weg. Da sind wir ruckzuck wahrscheinlich wieder bei 1700 sowas. Dickes Ei, dickes Ei. Das Geld wird nicht richtig mehr. Und wir haben momentan, wie viele Leute haben wir denn? Wir haben da welche drin. Hier haben wir welche drin. Das ist noch zu vermieten. Das sind die, die geheiratet hatten. Das hat also dann keinen Bevölkerungszuwachs gegeben, denn die waren ja schon im Dorf, bloß die haben geheiratet und sich jetzt dieses Haus geschnappt. So, da hätten wir welche drin. Und da haben wir noch nichts drin. Und hier, das ist die alteingesessene Familie. Oh. Die sind also seit 2 Jahren sind die schon da. Okay, alles, das passt ja eigentlich alles. So, da haben wir ja keine Leute drin, weil Winter ist. Na, da haben wir auch keine. Doch einen haben wir drin. Wo haben wir da eine drin? Na ja, gut. Labeurs haben wir da drinnen. Das ist eigentlich ein Schwachsinn. Hoch 3. Na gut, wenn sie Material ran schaffen, ist alles okay. Januar, Februar geht der Schnee weg. Das heißt, dann können wir da eigentlich wieder Leute reinsetzen zum Fische fangen und für die Schmelze können wir wieder genug einsetzen. Hier haben wir zwei Arbeiter drinnen. Ja, das passt. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir ja momentan auch nichts bauen. Wir sollten aber was bauen. Schafstall. Schafstall wäre das nächstwichtigere. Ich glaube. Im nächsten Video werden wir uns den Schafstall unterm Nagel reißen oder aufbauen. Wie viel haben wir noch? 1801. Naja, so viel ist gar nicht weggegangen. Hä? Oder kommen noch welche? Schauen wir mal. Nö, ist keiner mehr unterwegs. Das, was? Achso, die fahren jetzt zu. Nein, Moment mal. Ich habe einen Honig eingekauft, Textilien, Broadcloth und Warmcloth. Ist doch alles abgerechnet. Ach so, wahrscheinlich wird es erst alles verschwinden, wenn die wieder zurückgefahren sind und in ihrem Heimatdorf angekommen sind. Okay, das kann natürlich möglich sein. In der Kirche ist der Priester mit seiner Family. Was habe ich denn einmal gelesen? Irgendein
Irgendein Gebäude war, glaube ich, noch vorhanden, wo noch eine Familie einzieht, um es zu bewirtschaften, die aber dann ausschließlich nur das eine Gewerbe, glaube ich, betreibt. Und die kannst du nicht für was anderes einsetzen, die Arbeitskräfte. Ja. Was wird denn das hier gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber da werden wir auch noch drüber stolpern. Okay, jetzt haben wir 20, 25 Minuten. Mehr können wir jetzt momentan hier eigentlich auch nicht machen. Wir könnten mal den Schafstall. Schafstall könnten wir eigentlich schon mal in Angriff nehmen. Wo haben wir denn den? Chicken haben wir schon. Da haben wir eins. Farm müssen wir noch machen. Kuhstall brauchen wir nicht. Sheepfarm. Wir müssen eine Sheepfarm machen. Und da brauchen wir bei der Sheepfarm brauchen wir noch anderes Zeug dazu. Im Anschluss, warte mal, wir klatschen das einfach, wenn wir hier die Farm irgendwann hinmachen und dann die Felder nach dahin ausdehnen. Dann müssen wir den Platz freihalten. Oder können wir hier, können wir, ja, das würde sich doch anbieten, wenn wir hier das irgendwie hinklatschen könnten. Aber der Platz ist, Moment, unlevel Terrain. So geht's. Also wer baut ein Haus so schief, ne? So könnte man es machen. So, da passt das Gelände passt so nicht. Sonst könnte man es hier so schön reinbauen. Aber ich will doch das nicht so schief hinstellen. Das ist doch schrecklich. Warte mal. Können wir das hier hinstellen? Moment mal, können wir das hier hinstellen? Ja, das ist auch nicht allzu weit weg. Dann müssen wir höchstens vielleicht noch einmal einen Brunnen machen. Wo renne ich denn mit der Kamera hin und her? Das ist der helle Wahnsinn hier. Was wollte ich jetzt? Schieb, 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 schieb. Also so werden wir es auf jeden Fall einmal nicht hinstellen. So auch nicht. Höchstens so. Höchstens so und dann müssen wir gucken, dass wir das ungefähr ein bisschen ausrichten. Na, da kommen wir schief. Da kommen wir schief. Also wir sollten dann schon hier einigermaßen in Luftwegmanier arbeiten. So könnte man es eigentlich machen. Das ist zwar nicht gerade runterwärts, aber es bietet sich am Weg an, ne? Also gut. Bauen wir hier ein Schaflager und dann müssen ja die Schafe auf die Weide gebracht werden. Hätten wir es vielleicht doch hier oben machen sollen? Ist es mir eigentlich wurscht, wie die ihre Schafe da hochkriegen. Und wenn sie es einzeln tragen. So, da haben wir hatten 5 und haben immer noch 5. Okay. Wir hatten 17, jetzt haben wir 18. Und 6 Junge. 6 Frischlinge. Okay. Eier haben wir keine. Okay. Warum legen die nicht immer Eier? Ah, der hat es jetzt gesagt, warum sie keine legen. Weil Januar ist oder was? Ist zu kalt oder? Ach so, warte mal. Wenn ich natürlich. Ach ja, ist ja logisch. Wenn ich 18 Hühner habe. Ich weiß aber nicht, wie viele männliche da dabei sind. Und mache aber 15 Kinder. Dann bleiben rein theoretisch ja bloß 3 Eier übrig. Das ist ein Schmann, ne? Das ist ein Schmann. Müssen wir 10. Machen wir doch bloß 10 Kinder. Machen wir 10 Kinder. 10, 10, 10 Küken. Na, hol ich mal. 8, 9, 10. Und dann bleiben 20 Eier übrig. Und wir haben 5. Da können wir keine 10 Kinder machen. Dann machen wir halt bloß 2, dann bleiben 3 Eier übrig. Okay, also so muss es gehen, ne? Das war natürlich jetzt eine blöde Rechnung von mir vorhin. Okay, also ihr habt es gesehen, man muss hier
Auf alles muss man ein Augenmerk drauf werfen. Ansonsten geht es schief, nach rückwärts los oder sonst irgendwie. Die Heustadel sind eigentlich auch schon fast voll. Gut. Jo, dann tue ich mich jetzt hier verabschieden. Sind wir bei 30 Minuten im Januar. Es geht dann also nahtlos vermutlich weiter. Wenn nicht, dann sage ich euch natürlich, was dazwischen passiert ist, offline, ne? Jo, dann sage ich danke fürs Reingucken. Denkt an der Like, denkt an den Kommentar. Zieht ein Abo vom Kanal, wenn es euch gefällt. Und ja, ansonsten Werbung machen und so weiter, ne? Video teilen, ne? Alles kein Problem. Dann sage ich Dankeschön fürs Reingucken, für eure Treue. Und dann wünsche ich euch alles Gute und sage mal Holdrio bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, Arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.